Schön, ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich sage noch schnell zuerst etwas zu der Kombi, die ich mache vom Thema und von den Bildern. Die Bilder, die haben alle so eine Zeit hinten dran. Die Präsentation, die läuft einfach. Und das sind Bilder, die ich zufällig gesucht habe zu verschiedenen Begriffen. Also ich habe Begriffe gewählt und nachher einfach zufällige Bilder ausgewählt, die einfach laufen und wo ich dazu einfach Karten habe, ein Stichwort auf diesen Karten. Und das wird jedes Mal ist die Präsentation anders. Weil wir doch davon ausgehen, im Zusammenhang mit Kunst, mit künstlerischen Geschichten, dass sehr viel uns Iterationen, uns Zufall, uns interessanten Zusammenkommen von Text und von Bild kommt, wo man gar nicht vor uns planen kann. Das heisst, es ist eigentlich wie eine Jam-Session, wo im Prinzip der Schlagzeuger unten durchspielt. Das wären die Bilder, die hier einfach abläuft. Und der Text, den ich gebe, der Rot, den ich dazu gebe, der entwickelt mit den Bildern und mit der Situation, mit der Atmosphäre, die hier entsteht, daraus Verstehen. Ich gehe davon aus, dass Verstehen nicht linear ist. Ich sehe das Bild und dann sehe ich Text und verbinde das. Sondern es sind einfach, ich gehe davon aus, dass sich das unser Hirn als Selbstorganisationssystem oder autopoietisches System selber organisiert. Also wir müssen nicht viel dazu tun, dass wir überhaupt verstehen, sondern es ist ein Prozess, den wir zum Teil gar nicht richtig aktiv reingreifen können. Das ist also interessant von unserem Hirn. Und so starte ich jetzt gerne. Und zwar legen wir los. Voilà. Wir kennen zurzeit sehr viel zu künstlicher Intelligenz. Und dann habe ich mir überlegt, man könnte ja immer etwas sagen zu künstlerischer Intelligenz, weil Künstler doch einiges vorhand haben, wissen haben, was sehr speziell ist. Als erstes, Künstler stehen sehr oft vor dieser Situation. Eine weiße Leinwand, minutenlang, und wir warten jetzt mal, bis das hier durchgeht, schauen auf die weiße Leinwand. Künstler, Künstlerinnen, wie Picasso oder Meret Oppenheim, die stehen immer wieder vor so weißer Leinwand, vor einem weißen Blatt, Schriftsteller, Schriftstellerinnen, und dann keine Ahnung, hey, was geht jetzt, was kann ich jetzt machen? Die stehen nicht nur 30, 40 Sekunden lang vor so einer weißen Wand, sondern die stehen immer wieder länger vor so einer Wand. Das kann ein Tag sein, kann ein halber Tag sein, kann eine ganze Woche sein, kann Monate gehen, bis sie wieder überhaupt finden, was könnte jetzt kommen. Und das ist eine der wichtigsten Fähigkeiten von Künstlern und Künstlerinnen. Die können unglaublich gut Situationen aushalten, ins Leere blicken, aushalten, warten, bereit sein und immer wieder euch abstürzen, für wieder Phönix aus der Asche wieder aufzutauchen und sich immer wieder euch neu versenken. Das ist eine der wichtigsten Fähigkeiten, die Künstler und Künstlerinnen haben, dass die wirklich die Haustür haben, zu warten, bis etwas wirklich passiert. Euch mit allen Sinnen, mit allen 10 Sinnen können warnen, was geht eigentlich ab, was muss eigentlich sein, für damit sie wirklich euch merken, was könnte jetzt im Thema, was sie gerade bearbeitet, oder dem am Bild, was sie gerne möchten schöpfen, oder der Gestalt, was sie wollen, etwas geben, dass sie einfach warten, loslassen und einfach auf den Moment warten, bis der Moment kommt. Und das hat sehr viel mit Organisationsentwicklung zu tun. Wir kennen den Otto Scharmer und wissen von ihm, dass bei der Theorie U es einerseits um das Co-Inspiring, um Co-Sensing und dann das Co-Creation geht. Und dass man im U, im Scheitelpunkt vom U, eigentlich am wichtigsten Punkt ist, und das ist der Punkt von Presensing. Und Presensing meint eigentlich nichts anderes, als was wir von der Achtsamkeit kennen, ist die Situation, der Moment, erkennen, wie er ist. Und immer wieder ins Jetzt gehen und das Jetzt warnen. Und das ist etwas von der wichtigsten Fähigkeiten, die Künstler und Künstlerinnen sich mittragen und kennen, dass sie einfach immer wieder in dem Jetzt versinken können und aus dem Jetzt arbeiten. Sei das Text, sei das Bild, sei das Gestalt, sei das Film, sei das Digital, Kunst können entwickeln. Das ist eine Fähigkeit, eine wichtige Fähigkeit, die euch immer wieder mal abgeht. Immer wieder an den Moment kommen, im Mindfulness-Based-Stress Reduction, euch in den Moment gehen, in die Achtsamkeit gehen, in den Moment vom Jetzt gehen, für da aus dem zu entwickeln.
Ein weiteres Thema, das Künstler und Künstlerinnen auch immer haben, sie sind nicht per se einfach positiv und sagen, ah, es ist alles toll und so, wie der Krüger, der Schweizer Eishockey, der Nazi-Trainer, der zum Beispiel 10-0-Niederlage gegen Kanada gesehen, ah, es ist alles gut, wir werden das wieder kennen und positiv denken. Das ist nicht das, was Künstler mit sich bringen, sondern Künstler sind optimistisch. Aus dem heraus, dass sie einfach arbeiten wollen, aus dem heraus, dass sie wissen, es kommt etwas. Wir tragen das in sich, weil sonst könntest du gar nicht Kunst schöpfen, wenn du nicht aus dir raus optimistisch wäre, dass du mit dem, was du bist, an dem, was du arbeitest, aus dem eigenen kannst arbeiten. Was sie auch sehr gut kennt, ist, dass sie sehr gut kennt wahrnehmen. Und wahrnehmen, ich habe vorher schon mal gesagt, hat mit 10 Sinnen zu tun. Und es hat damit zu tun, dass wir lernen, wieder aktiv sehen. Wir werden heute überfüllt von Bildern, von Tönen, von Klängen, von Informationen und müssen gar nicht mehr aktiv das wahrnehmen. Wir müssen unsere Sinne gar nicht mehr einstellen auf den aktiven Prozess. Und wir sind immer drin, dass wir gefüllt werden mit Informationen und dass wir sehr, sehr passiv unterwegs sind. Und auf diese Art und Weise sind wir wie der Krishnamurti sagt, wir sind Menschen aus zweiter Hand. Wir haben von dem gezehrt, was man uns gesagt hat. Und das ist etwas, was man Künstler und Künstlerinnen immer wieder euch überwinden können. Sie gehen weg von dem passiven Gesehen hin zu dem richtig aktiven Gesehen und die das in die Hand nehmen, selber euch gestalten, selber mitgestalten und selber euch in die Hand nehmen. Was Künstler und Künstlerinnen euch gut kennen, sie sind sehr gut in der Zeit. Das heisst, sie können mit Zeit umgehen. Sie können sehr schnell arbeiten, wenn sie merken, jetzt kommt, werden sie geküsst von der Muse. Und sie können warten, sitzen, essen, schlafen, träumen, whatever, um zu warten, um den Moment zu erleben, wo die Kunst wieder kommt, wo sie merken, das hat mit dem zu tun, wo sie ergreift und wo sie merken, das wäre jetzt das wichtige Thema. Und das ist ein weiterer Punkt, der, glaube ich, der Kunst zu tun hat, oder sehr wichtig ist, ist nicht nur Zeit lassen, sondern auch, dass man sich einlassen kann auf etwas. Dass man sich einlassen kann auf etwas, was man noch gar nicht gesehen hat. Dass man sich einlassen kann auf etwas, wo man gar nicht gedacht hat, dass das bei einem kommt. Ich merke das immer wieder, wenn ich mit Leuten arbeite und zum Beispiel in Brainstormings gehe oder versuche, Brainstormings zu machen, dass Leute sehr, sehr Schwierigkeiten haben, überhaupt frei zu denken, überhaupt aus dem eigenen Mindset rauszugehen und wirklich so das zuzulassen, was gerade in den Sinn kommt. Die meisten machen Brainstormings einfach und springen da von Meilenstein zu Meilenstein und alle kleinen, feinen Gedanken oder Ideen, die sie haben, die vielleicht verboten sind, die gefährlich sind, whatever, die lernst du auf die Seite, die nicht ernst nehmen. Das ist sehr wichtig. Künstler kennen das, Künstler haben die Fähigkeit dazu, dass einfach immer wieder euch zu nehmen. Und dann sind sie halt einfach auch bereit für das Unerwartete. Wenn sie merken, jetzt kommt etwas, was ganz neu ist, jetzt kommt etwas, was sie gar nicht kennen, dass sie das euch in den Griff nehmen, dass sie mit dem ausprobieren können, dass sie das ausprobieren können, was könnt ihr das mit mir machen. Das hat auch mit dem zu tun, dass sie sehr gut im Balancieren sind. Und Balancieren hat nicht nur damit zu tun, Gleichgewicht zu haben, einfach so, sondern hat damit zu tun, dass wir eine stabile Welt und eine instabile Welt haben. Wir haben eine sichere Welt und wir haben eine disruptive Welt. Das heisst, ein Künstler und Künstlerin, die können sehr gut zwischen diesen Welten balancieren, können den Ausgleich immer wieder suchen und können oszillieren. Und das ist, glaube ich, auch etwas Wichtiges, was Künstler und Künstlerinnen haben. Sie arbeiten aus der Mitte raus. Sie sind in der Mitte und können aus dem heraus arbeiten. Sie sind zumindest in der Mitte von dem, was sie im Werk dann können zulassen können, was sie im Werk entdecken können. Und weil sie immer wieder an Grenzen gehen, können sie das Brett, worauf sie balancieren, immer länger machen. Also weil wir nicht so an die Grenzen gehen von dem, was wir wahrnehmen, die wir halt schneller mal einfach etwas abzu machen und dann ist verschließen vor Änderungen und dann so eigentlich auch etwas halt auf Zeiten, was gar nicht so wichtig ist. Und das hat viel damit zu tun, dass mit der Imaginationsfähigkeit. Imaginationsfähigkeit heisst, ich kann mir ein Bild machen. Wir sind heute immer wieder so in Text, in Strukturen, sehr rational und können uns selten Bilder machen, weil wir uns fragen, hey, was kommt da gerade für ein Bild Sinn? Haben die Leute im ersten Moment ein bisschen Mühe, sich ein Bild zu machen oder eben zu imaginieren, was könnte jetzt das sein? Und das ist eigentlich nichts anderes als ein Training. Es ist nicht so, wie der Cassius Clay mal gesagt hat, ein Mensch ohne Imagination hat keine Schwingen, er kann nicht fliegen. Ich glaube nicht, dass es so ist, wie der Clay oder das gesagt hat, oder Muhammad Ali das gesagt hat. Ich glaube doch, dass alle es kennen, sich das antrainieren können, zu imaginieren. Man muss aber für sich dafür sich Zeit lassen und sich einlassen auf den Prozess von der Kunst oder von dem, was sich das heute zeigt.
Der Rosa, Hartmut Rosa, hat ein schönes Buch geschrieben, das heißt Resonanz. Und er bringt Resonanz in Zusammenhang mit, wie stehen wir eigentlich mit der Welt in Beziehung. Und das ist auch etwas, was Künstler und Künstlerinnen immer wieder sehr, sehr speziell können. Dass sie können ihr Werk hat immer mit einem Bezug zur Welt zu tun. Oder wenn es nur ein Ausschnitt ist, es ist immer ein Bezug zu sich, zur Welt, zum Ganzen. Und das ist, glaube ich, auch etwas Wichtiges, was wir vom Rosa können lernen, als von Künstlern können lernen, dass es in den Prozessen, die wir drin sind, in Veränderung, in Change, immer darum geht, ja, wie setzen wir uns in Beziehung von Welt, wie setzen wir uns in Beziehung zu anderen, wie setzen wir uns in Beziehung kritisch auseinandersetzen mit Gruppen, mit Teams und mit dem, was rund um uns ist. Etwas Schönes, das ist gerade hier richtig, der berühmte Architekt, muss mir den Namen entfallen, Geary, hat die Skizze gemacht und gesagt, Innovation geht eigentlich am Anfang völlig als iterativer Knäuel irgendwo in der Gegend umeinander. Und das ist das, was Künstler und Künstlerinnen sehr gut kennen. Sie können ein Werk oder ein Thema lang als Skizze halten. Als Skizze halten heisst, ich fange mal an und schaue, was passiert jetzt mit dem. Und dann gehe ich weiter, ich entwickle weiter. Wenn Künstler und Künstlerinnen aber ihr Werk fertig haben, dann müssen sie raus. Dann müssen sie aus dem Haus raus, dann müssen sie an einen Verleger gehen oder dann müssen sie irgendeine Ausstellung gehen, wo es einfach weg ist. Der Picasso von ihm weiss man, dass er zu Guernica 650 Skizzen gemacht hat. Also er hat 650 Mal angefangen, probiert, gemacht und verschiedene Sachen skizziert, um einfach etwas zu machen. Und das ist das, was man vorher gesehen hat, die Iteration, das Schwingen, das immer wieder neu in etwas reingehen und das eben als Skizze halten, ist etwas sehr, sehr Wichtiges, was Künstler und Künstlerinnen uns oftmals einfach vor uns haben. Ich habe auch schon über das geschrieben, dass wir den Raum als Skizze halten könnten. Und das ist, meine ich auch mit dem, dass wenn wir einen Raum als Skizze halten können, dass es rund fertig ist, dann haben wir viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Potenzial, das alle sehen, für da immer wieder neu zu gestalten und mitzugestalten. Weil sobald der Raum fertig ist, ist er fertig, ist er eingerichtet. Und dann ist er fast nicht mehr so zu brauchen, wie er in dieser Zeit zu brauchen ist, oder hat er nicht mehr die Energie, die er hatte, wo er einfach als Skizze gehalten wurde. Was Künstler und Künstlerinnen auch an sich haben, die sind oft kantig, sind quer, herb, sind anders. Und das muss wahrscheinlich so sein. Weil es halt einfach darum geht, ja, wie fühlt sich das an, wenn ich schreibe? Wie fühlt sich das an, wenn ich male? Wie fühlt sich das an, wenn ich Musik mache, wenn ich Noten schreibe? Dass es halt einfach darum geht, ja, wie muss es sein, dass es einfach kommt. Sie sind aber auch eigenwillig und haben die Austür. Vom Bach weiss man, der ist jeden Morgen in sein Büro, sagen wir jetzt mal Büro, und hat einfach Musik geschrieben. Der hat von morgen irgendwie um 8.30 Uhr bis um 12 Uhr Musik geschrieben, dann ist er gelaufen. Nachher hat er nochmal einen Zeitschnitt genommen und hat nochmal Musik geschrieben. Der hat einfach jeden Tag Musik geschrieben. Und das ist auch etwas. Also Austür braucht es in Kunst zu sein. Und das ist doch auch etwas, was man mitnehmen in Sachen Kunst. Und dann hat es noch so zwei Motto, die Künstler und Künstlerinnen meines Erachtens immer wieder zeigen. Es ist, eins heisst, sei dazu entschlossen und die Sache ist getan. Es geht immer wieder ums Machen. Es geht darum, etwas in die Hand zu nehmen, sichtbar zu machen, greifbar zu machen und es einfach zu machen. Wir sind sehr gut in dem auszudenken, wie könnten wir. Aber wir sind nicht so gut, einfach die Sachen mal machen. Und das ist etwas Tolles. Also immer wieder so, sich zu entschließen, es jetzt können machen und es einfach in die Hände zu nehmen, ist etwas sehr Spezielles. Und dann haben wir das letzte Motto, das für mich auch sehr wichtig ist im Zusammenhang mit Kunst und überhaupt auch mit Veränderungen. Es braucht Mut. Kreativität, Veränderungen, das braucht Mut. Und es gibt ein indisches Sprichwort, hat da immer wieder der Tiger gesehen. Es gibt ein Sprichwort, das heisst, Kreativität oder eben Transformation braucht der Mut, einem Tiger das Schnurrbarthaar zu kraulen. Das wäre es. Vielen Dank. Ich stelle die Präsentation mal ab und dann kommen wir gut in den Tag. Merci vielmals, Daniel. Gerne. Ja, wenn Fragen rum sind, können wir die gerne stellen. Oder sonst kann ich gerade anfangen. Und zwar, wie definierst du für dich Künstler oder siehst du dich selber auch als Künstler? Ich glaube, dass Künstler Künstlerinnen Leute sind, die irgendeine Materie in die Hand nehmen und mit dieser Materie irgendeine Veränderung machen, die eigenwillig ist, speziell ist und wo
wo in einer spezifischen Kultur etwas aussagt, etwas Spezielles aussagt, etwas aussagt, was die Leute stutzen oder tiefer schauen, näher herschauen, um überhaupt zu verstehen, was ist jetzt gemeint. Ich würde es mal so ganz offen nennen. Und ich tue das auch nicht irgendwie abheben von Zeit. Also zum Beispiel die Höhlenmalerien in Lascaux, das sind wunderbar, das sind die ersten Visualisierungen gewesen, Graphic Recordings sind das gewesen, vor Tausenden von Jahren, wo einfach Leute, Menschen mit Kohle und so Kunst entwickelt haben und eigentlich sich ausgedrückt haben und dem Form gegeben haben, was sie erlebt haben. Also das heisst auch, glaube ich, dass man mehr Erlebnisform gibt in irgendeiner Art. Das kann Ton sein, das, also Musik sein, Gesang sein, das kann eine Gestalt sein, die man gibt, das kann Gestalt sein, die man verkörpert, die man tanzt zum Beispiel, das kann etwas sein, die man verschriftlicht. So. Also es gibt ganz vielfältige Formen. Ich selber würde mich auch in einem Mass Künstler nennen, im Sinne von, dass für mich halt näher als alles schaffen ist eigentlich Schreiben. Literarisches Schreiben, und das ist für mich sehr, sehr sehr tiefer Prozess und sehr wichtiger Prozess, überhaupt mit der Welt irgendwo zu Rand kommen. So. Ja. Ist das so? Also du hast mir jetzt Mut gemacht, im Brainstorming so die Ideen, die einem komisch vorkommen, zu nutzen sein. Etwas, was mir hängen geblieben ist, also ich setze mich nicht so viel mit Kunst auseinander, aber ich fand es wirklich sehr cool, weil es einen ganz anderen Blickwinkel hat. Du hast irgendwie gesagt, Kunst hat immer irgendwie damit zu tun, etwas zum Ausdruck zu bringen oder etwas zu machen. Mhm. Ist das immer so? Ist das Wesen von einem Künstler, dass es immer irgendwie sichtbar oder hörbar ist, oder gibt es auch unsichtbare Kunst? Ich glaube schon, dass es unsichtbare Kunst gibt, im Sinne von zum Beispiel Architektur, die entsteht, wo man sehr genau herschauen muss, was ist da überhaupt entstanden und was für einen Kontext hat das eigentlich. Also wenn man zum Beispiel die Architekturgeschichte anschaut, wie gebaut wurde im öffentlichen Raum, wenn man zum Beispiel die 70er Jahre anschaut, ist ja das auch eine Art Kunst, was die Architekten gebaut haben in dieser Zeit, wenn das so Schiessschartengebäude waren. Und gleich müssen wir genauer herschauen, um überhaupt das Künstlerische daran zu merken. Oder? Also und auch das Verhältnis von Kunst und Kommerz und Wirtschaft und Gesellschaft sieht. Und ich glaube, das ist so, gibt es schon unsichtbare Kunst im Sinne, dass man genauer herschauen muss. In der Geschichte hat es mal so einen Ansatz gegeben, der hat geheißen «Les lieux de mémoire», also Erinnerungsorte. Und dann hat der Pierre Nora, ein französischer Historiker, eine spannende Idee gehabt und gesagt, es gibt die «non-lieux de mémoire». Und dann haben wir in der Schweiz auch einen ganzen Band darüber geschrieben, in der Traverse, «Les non-lieux de mémoire». Und ich habe geschrieben über ein Dokument, über Quellen, die im Bundesarchiv liegen. Also ich habe vom Sonderbundskrieg die Quellen genommen von dem Arzt, der die Leute begleitet hat und behandelt hat während dem Sonderbundskrieg. Und das war sehr spannend gewesen, weil das ist eigentlich kein Erinnerungsort. Also man nimmt nicht das Dokument und sagt, das ist ein Ort von der Erinnerung. Und es war sehr spannend gewesen, was in diesen Non-Lieu de Mémoire war. Also auch, zum Beispiel, dass es Gedenkplätze gab, wo niemand hier ist gegangen. Das ist ein Non-Lieu de Mémoire. Also man hat irgendein Gedenk gemacht und keine Ahnung, warum. Dann später, 50 Jahre später. Und das, glaube ich, so gibt es auch Kunst, die nicht so sichtbar ist aufs Erste. So die Idee. Mit dem Brainstorming einfach noch ein Beispiel. Ich habe mal mit Lehrpersonen so ein Brainstorming gemacht und der eine hat Mittelalter gewählt und dann hat er Mittelalter ins Zentrum geschrieben. Dann hat er so ein Mindmap gemacht, nachher Ritter und nachher Burgfräulein, also, obwohl das Fräulein gestorben ist. Dann habe ich so Sachen aufgeschrieben. Und dann habe ich einfach gesagt, wenn ich Ritter höre, dann kommt mir als erstes Schokolade in den Sinn, dann kommt mir in den Sinn Skifahren, dann kommt mir Bellab in den Sinn etc. Das heisst, bei einem Brainstorming kommt all das, was im ersten Moment Quatsch ist, kommt zu mir, kommt drauf aufs Brainstorming. Und nachher mache ich Bezüge, was heisst das Bellab Mittelalter, was heisst Schokolade Mittelalter oder so, auf was komme ich, was könnte ich aus dem machen? Und das wird dann eben spannend. Und das ist eben das, was wir oft nicht machen. Genau. Ist das so beantwortet? Ja, total. Du hast ganz am Anfang gesagt, das Hirn ist ein autopoetisches System. Genau. Kannst du das noch ein bisschen erläutern und dann auch den Zusammenhang zu der künstlerischen Intelligenz oder Musik? Also für mich ist das Thema mit dem autopoetischen System oder mit der Poesie, was das Hirn ist, das heisst, das System ist in sich geschlossen. Das heisst, es ist nicht, ich kann jetzt nicht im Hirn sagen, du Hirn, wir wollen jetzt mal einen Befehl zu geben zur Bewegung. Oder hallo Hirn, wir hätten hier eine Idee, mach mal.
So, also man geht davon aus, dass das in sich abgeschlossen ist, aber gleichzeitig im System, in seinem Ökosystem, aus dem heraus handeln kann. Aber nicht in einer einfachen, linearen Logik, sondern in der Vielfalt von dem, was gerade ist. Das ist eine Temperatur, gerade so, wie ich es nicht wählte bei mir. Und mein Hirn fängt an zu reagieren, an sich orientieren in diesem System. Das heisst, das ist in sich geschlossen, aber nicht so, dass man einfach sagen kann, es ist generell so, sondern es ist einfach bei meinem spezifischen Fall so. Und das heisst, dass das halt einfach, nicht einfach so steuerbar ist. Und das ist so die Grundidee. Und darum habe ich das gewählt mit den Bildern und mit dem Text, dass ich sage, es gibt nicht einen linearen Kontext von Verstehen und von Bild und Text, sondern das ist etwas, was unser Hirn selber macht. Ich weiß nicht, ob du Speedreading kennst. Oder im Speedreading kannst du euch ganz schnell lesen und sehr viel aufnehmen. Und das hat damit zu tun, dass unser Hirn viel schneller lesen kann als wir mit den Augen und wenn wir Leute das nachlesen. Sondern das ist einfach eine spezifische Fähigkeit, mit Informationen umzugehen. Und das ist so ein bisschen gemeint. Und künstliche Intelligenz hat für mich mit dem zu tun, dass es ein Ausdruck ist von so individuellen autopoetischen Systemen. Das finde ich grandios. Genau. Und ich glaube auch, dass Künstler und Künstlerinnen einfach einen anderen Zugang zu dem haben, dass sie das zulassen, was wir euch haben. Also ich zum Beispiel realisiere ich sehr gut in grossen Gruppen, was in einer grossen Gruppe passieren kann. Und das hat damit zu tun, dass ich mittlerweile zulasse, dass ganz viele Informationen dieses oder jenes heissen und dass ich das lesen kann. Und das wir haben alle diese Fähigkeit, aber es ist auch eine Frage, wie man das trainiert, wie man das übt und wie man das in eine Gestalt bringt. So. Wenn man ein paar Filter abbaut. Ja, das hat sicher auch mit dem zu tun, ja. Weil ich auch ein paar Filter nicht, genau. Also es ist so. Ich habe den Eindruck, die meisten Künstler sind in der heutigen Definition wirtschaftlich nicht sehr erfolgreich, oder? Die meisten sind so Lebenskünstler vielleicht auch, oder? Warum denkst du, ist das so? Oder teilst du die Meinung? Oder warum denkst du, ist das so? Oder ist das vielleicht sogar eine Voraussetzung für wirklich Künstler, wenn sie? Das ist eine schwierige Frage. Also es gibt, ich glaube nicht, dass Not der Grund ist, für Kunst zu machen, sondern ich glaube, der Grund für Kunst ist, dass man versteht, dass man die Welt sehr vielfältig wahrnehmen kann, dass man aus dem arbeiten kann. Ich glaube, das ist mal so eine Definition. Und Not kann einfach ein Treiber sein. Also, man kennt die berühmten Beispiele Van Gogh zum Beispiel. Van Gogh, der ist in Not gewesen, Bräuchel nicht unbedingt. Es hat Zeiten gegeben, da haben die Kunstmaler klare Auftraggeber gehabt und auf der Basis von diesen Auftraggeber sehr grosse Kunst gemacht. Und ich glaube nicht, dass ein Picasso mittellos war, sondern er hat sicher genug gehabt, für euch ein gutes Leben zu haben. Ich glaube nicht, dass es so eins zu eins geht. Oder wenn man Art Basel sieht, was da die einzelnen Künstler für Preise machen, für einzelne Kunstwerke, kann man sehr gut davon leben. Ich glaube aber, Situationen an die Grenzen zu kommen oder an einer Grenze zu sein, ich glaube, das ist eine notwendige Bedingung, dass man überhaupt zu Kunst kommen kann. Das ist so mein Eindruck. Also, wenn man zum Beispiel vom norwegischen Autor Armut liest, mir ist gerade der Name entfallen, der hat selber Armut erlebt, der hat selber so Situationen erlebt und hat aus dem können schaffen. Oder Arno Schmidt, der beste deutsche Autor oder von den wichtigeren deutschen Autoren, der hat recht einsam und einfach gelebt, für überhaupt sein Werk zu schaffen. Und das, ich glaube, die Situation von Not zu erleben oder Situationen, Grenzsituationen zu erleben, ist glaube ich, noch so ein wichtiger Punkt. Denkst du, in einer Gesellschaft, wo es ein bedingungsloses Grundeinkommen hätte, gäbe es mehr Künstler? Ja, ich glaube nicht, dass die hinreichende Bedingung ist, dass es mehr Künstler gäbe. Ich glaube, wenn wir... Mehr Lebenskünstler. Ich glaube, das könnte vielleicht so sein. Aber ich meine, dass wir zum Beispiel so Sachen drin geben, dass wir mehr miteinander täuschen, mehr sharen, dass wir mehr Neustäusch geben, das kann dazu führen, dass man mehr sich zutraut, etwas zu machen. Dass man nicht das Gefühl hat, es ist nur Drill, dass man einfach etwas lernt. Oder wenn man sieht, wie viel zum Beispiel ein Instrument lernt, unter Drill, das ist genau das Gleiche, was einfach Hochleistungssport treibt, unter Drill. Das ist nicht unbedingt 1:1 zu Kunst, meines Erachtens, sondern es ist einfach eine Interpretation von Kunst. Aber dass man selber Kunst schöpft und so, ich glaube, das ist, könnte dazu führen, wenn man, weil wir gehen offener um als vor 20, 30 Jahren mit vielen Sachen. Und das kann schon dazu führen, dass man eher in Kunst geht und Kunst so
als Element sieht, wo man sich betätigen kann. Hat das nicht auch zu tun mit mehr Resonanz? Also du hast ja auch angetönt, der Begriff Resonanz. Naja. Wer offener ist, die kommen auch eher in Resonanz, oder? Und du unterstützt genau. Aufeinander besser. Ja. Und damit hat der Künstler vielleicht auch ein breiteres Feld, oder könnte man vorstellen. Dass jetzt nicht einfach Kunst so ist, wie du beschrieben hast. Also die Leistungskomponenten ganz Ich habe schon das Gefühl, dass es mit dem zu tun hat, dass es mehr Resonanz gibt. Das ist so die eine Seite. Die andere Seite ist halt, also wenn man schreibt, dann hat man eine ganz spezifische Art, wie man schreibt. Und du kannst 0815 schreiben, so wie gross er schreibt. Oder du sagst, wenn ich schreibe, dass man merkt, es hat James Joyce gegeben, es hat Arnold Schmidt gegeben und so weiter. Dann bist du vom Schreiben her schreibst in einer Art, die vielen verschlossen ist. Weil dich einfach der Kunst vergisst. Also das heisst, dein Thema ist nicht unbedingt eine grosse Auflagezahl, sondern dein Thema ist, überhaupt mit Kunst so tief zu gehen, dass es ein bisschen so an der Grenze noch vom Sagbaren oder Schreibbaren ist. Und das ist halt einfach auch etwas, was man in sich halt spürt, eine Passion, die man sich in sich spürt, die man dann der muss folgen. Und ich glaube, das fühlt man ohne Not oder mit Not, dass man überhaupt die Passion für etwas wahrnimmt. Und das kann man auch wieder brauchen, Passion für etwas haben. Heißt, dass sich etwas in etwas reintäuchen, das ganz wichtig ist, das man ganz wesentlich nimmt. Und das den Leuten immer wieder geben. Das ist ja nichts anderes, als den Leuten wieder geben können. So. Und das brauchen wir sicher auch in anderen Geschichten. Braucht ihr gerade auch im Zusammenhang mit der Digitalisierung, Passion und Compassion. Das sind meines Erachtens ganz wichtige Elemente, die vielfach fehlen. Oder die Resonanz. Oder so. Weltresonanz, also in Weltbeziehungen, heisst ja, dass wir uns überhaupt über all die Sachen, die wir gemacht haben, mal auseinandersetzen, ja, ist das wirklich, braucht es das wirklich? Der Maturana hat mal schön gesagt, so Sachen wie KPI oder Businessmodell und so Sachen, das sind schöne Wörter, die haben wir gut erfunden, aber wir können die auch wieder auf die Seite tun, wir brauchen die nicht unbedingt. Und das ist eigentlich die Sache zu Ende, denke ich. Also Kunst kann ja das, dass sie einfach immer wieder Sachen ganz neu mal denkt und sagt, hey, wir könnten doch auch anders, oder? Denkst du, es gibt genug Raum in unserer Gesellschaft für Kunst und Künstler? da bin ich nicht immer so sicher. es ist... Ich finde, dass Künstler und Künstlerinnen, die können sich extrem gut mit oder tief mit irgendeinem Material oder Sache auseinandersetzen, ganz tief. Und die Tiefe ist, glaube ich, etwas, was heute etwas fehlt. Und das können uns Künstler und Künstlerinnen auch immer wieder zeigen. Die Tiefe, wirklich in die Tiefe. Oder auch hier, wir haben hier ein paar, wo wir so ganz tief im Handwerk sind. Handwerk ist auch etwas, was etwas verloren geht. Und wenn jemand wirklich ganz tief im Handwerk ist, das ist eine unglaubliche Fähigkeit. Oder? Und das ist, glaube ich, etwas, was unsere Zeit ein bisschen verliert. Ein bisschen und gleichzeitig euch wieder finden kann, wieder einen neuen Zugang finden. Und dann könnte es vielleicht so neue Räume geben für Künstler. So. Aber es ist, glaube ich, schon wichtig, überhaupt den Raum aufzumachen für das. Glaube ich. Und manchmal kann auch Widerstand die Aktivität auslösen. Genau, unbedingt. Ja. Ich glaube, wenn zum Beispiel mehrere Doppelheimbrunnen anschaut, also ihre Tassen, Feldtassen, Pelztassen, die sie gemacht hat, meine, das ist am Anfang euer Rennen mit ihrer Rolle als Frau und Künstlerin entstanden, ist Widerstände entstanden, ist in der Situation, in der Gesellschaft und so, im Raum Bern, wo sie war und so. Das ist sicher ein ganz wichtiges Element. Wo zeigt sich für dich so, man kann sagen, angewandte künstlerische Intelligenz? Hast du ein Beispiel, man kann sagen, da hat künstlerische Intelligenz gewirkt. Wenn, ein einfaches Beispiel ist, wenn du 500 Leute schaffst und es läuft, eine Art wie wenn es begleitet wird von einem Komponist, aber den Komponist sieht man nicht, dann wäre so künstlerische Intelligenz zum Tragen kommen. Das ist so ein bisschen das, was wir halt machen dürfen, im Facilitation, hat auch mit dem zu tun. Es gibt immer also die Kunst, dass es eine Symphonie gibt, von Leuten, vom Kontext, wo die Leute arbeiten, denken, dienen miteinander, so auf einem Ort. Und es kann ein Konflikt sein. Und dass das einfach so sich wie ergibt
bis zu einem guten Ende. Das, kann, das, das hat hin und wieder so etwas wie von einer Sinfonie. Dann natürlich auch, also, das sind ganz einfache Sachen. Wenn, wenn zum Beispiel das sieht man jetzt an die Wellen in der Stadt, ja, das kann etwas sehr interessant sein. Das ist ein einfacher tänzerischer Akt, ist ja das da. Wum, oder? Wenn man das noch weiter würde entwickeln, das gäbe die total interessante Spielerien. Künstlerische. Auf jeden Resonanz. Ja, ja, im Endeffekt, ja, da müssen wir ein bisschen aufpassen mit dem Beton. Eisenbeton, weil das ist natürlich, wenn du die physikalische Resonanz anschaut, kannst du schnell einmal in die falsche Schwingung gehen. Ja, ja, wie, einfach mal so zurückfragen, wie, wie sehen ihr den Ansatz? Ich sage ja, dass künstlerische Intelligenz für unsere Zeit etwas Wichtiges wäre, oder gerade für Transformationen wichtig wäre, dass das ein Know-how ist, oder Fähigkeiten sind, die, die für uns gut wären. Wie sehen ihr das? Also absolut, also unbedingt. Also, aber du hast auch so erwähnt, so stark das Hier und Jetzt, oder der Moment. Dass das ein wichtiger Faktor ist. Also, das heisst eben nicht warten mit Handeln und sagen, wir machen es dann mal. Also, wie jeder für sich und jeder Gemeinschaft, warum ist, immer wieder auch probieren, wirklich in dieser Art zu handeln. Also jetzt so, wie sich jetzt der Raum weiterentwickelt. Oder? Also der Raum entwickelt sich immer weiter. Und er bekommt wieder eine andere Form, kann wieder andere Bedürfnisse genügen, aber das ist dann nicht fertig. Sondern es entwickelt sich weiter mit der Leute, die da sind. Das finde ich ein schönes Beispiel und wichtig und gut. Ja. Also der Aspekt von Mut habe ich noch gut gefunden, wo ich häufig denke, wenn so, es kommen so Ansätze von, da merkt man, da wäre das da, wo etwas hervorkommt, und dann wird es eigentlich durch den Mangel von Mut wird es eigentlich gerade gekackt. Also ja, wir hätten so eine Möglichkeit gesehen, aber ja, nein, es gibt ja, es ist ja schwierig und diesen Weg gehen wir nicht weiter. Und das, das dürfte mir oft ein bisschen, das ist ein bisschen schade, dort wird etwas abgelockt, aber sie sind nicht viel bereit, vielleicht dort den Mutschritt zu machen. Also ich habe heute jetzt gedacht, dass man muss Regeln brechen für gewisse Sachen. Oder jetzt bin ich eigentlich so in einer Lehrerkonferenz, jetzt habe ich echt geschwänzt, dass ich hier sein kann. Vielleicht komme ich ein Mail vom Rektor rüber, muss mir irgendwie antworten, und ich habe mir schon von der anderen her überlegt. Okay. Schreibe ich ihm, wenn er fragt. Und irgendwie habe ich gedacht, ich muss so Sachen schreiben, um zu sagen, zum Beispiel, ja, man muss Regeln brechen, wo man weiss, es ist vielleicht für andere auch gewisses unangenehm. Aber wenn man alle Regeln befolgt, dann hat man das Leben, wo man einfach Regeln befolgt. Ja. Und dann fehlt irgendwie, glaube ich, der Aspekt. Aber es ist unangenehm. Also, ja, klar. Du sprichst auch so das an, so was Musterbrecher euch bringen. Kennst du das? Ja, einfach den Begriff habe ich. Genau. Es sind ein ganz schönes Büchlein rausgegeben, gerade neu, so orange Seiten, und was eben so um Musterbrechen geht. Und es fängt ganz schön an mit so, hättest du mit der Partnerin oder mit der Frau oder mit dem Mann, wo du zusammenlebst, hast du mit dieser Checkliste je gemacht? Oder hast du Meilensteine besprochen oder KPIs und so? Ja, genau. Und es ist sehr schön und geht nachher in die Richtung, ja, ist das wirklich relevant für das andere? Das ist schon, aber das Musterbrechen immer wieder ist sicher gut. Das Buch heisst so. Ja, Musterbrecher X ist das nächste. X. Genau. Also mich angesprochen, ich habe persönlich noch nicht so einen Zugang zur Kunst. Oder? Und ich merke einfach, die Sachen, die du aufgezählt hast, eben Mut ist mir schon geblieben, oder irgendwie mit Unsicherheit oder etwas Unfertiges oder so. Das sind irgendwie alles Sachen, wo ich das Gefühl habe, können in der Kombination, wenn man das integriert, etwas extrem cool zu geben und das ist sicher nötig. Oder? Und in meiner Welt häufig ist halt irgendwie, okay, es gibt irgendeine Kunst, das findet im Museum statt. Ja. Und dann gibt es den Rest so, oder wie Work-Life. Ja, dann gibt es Leben neben. Und ich glaube, die neue Welt, die braucht die Integration. Genau. Dass alle Elemente irgendwie zusammenkommen. Und die Künstler eben so ganz wertvolle Sachen kann reinbringen und aber eben auch von anderen Talenten dann auch selber etwas kann profitieren. Weil eben ein Künstler einfach unter Umständen dann einfach auch Leute zu Boden bringt. Das kann auch mal sein, oder? Genau. Oder in die Tiefe geht und von der Tiefe dann irgendwie mitnehmen. Ich glaube, in der Integration liegt es nicht mal bei. Ich glaube, das ist ganz wertvoll. Ja, gut.
Danke vielmals. Tschüss.